Ihre Auftritte sind totaler Schrott. Also natürlich nur, was die Instrumente und die Kulisse angeht. Die Lüneburger Schrotttrommler, kurz LST, lassen es bei ihren Auftritten im wahrsten Sinne des Wortes krachen. Schlagzeuglehrer Jörg Schwieger hat die Gruppe vor 17 Jahren gegründet. Man hat viele verschiedene Klangformen. Zum Beispiel, sag mal, wenn man auf einer Alufelge trommelt, klingt das recht hart und hoch. So, das sind halt so die Effekte, die haben wir so am Schlagzeug oder so nicht unbedingt. Wenn man auf einer Motorhaube trommelt, das ist wieder ein anderer Sound, den man sonst so nicht kennt. Und Töpfe können unheimlich geil klingen. Ausrangierte Alltagsgegenstände haben auf die Hobbymusiker aus Lüneburg eine ganz besondere Anziehungskraft. Fündig werden sie entweder zu Hause oder wie hier auf einem Schrottplatz in Winsen-Luhe. Es kommt darauf an, dass es im Zusammenspiel passt. Also ja. Wenn schon ein Bass dabei ist, muss man gucken, dass man noch einen Hochtöner dabei hat. Also nur Bass klingt auch nicht. Genau. Man muss einfach schauen, dass es jetzt nicht scheppert und dass also ein guter Sound einfach rauskommt, egal ob jetzt hoch oder tief, und dass die Zusammensetzung einfach stimmt. Also nur hohe Töne bringt auch nichts und nur Bass ist zwar toll, aber langweilig. Die Kombi macht's. Und das scheint eine echte Erfolgskombi zu sein, denn mehr als 550 Auftritte haben die Lüneburger in den letzten 17 Jahren vor allem in Norddeutschland absolviert. Aktuell laufen die letzten Proben für ihr Album, das sie Ende April aufnehmen wollen. Deshalb treffen sich die Hobbytrommler nach Feierabend zum gemeinsamen Üben. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite mit Kindern. Ich meine, klar, hier ist es auch manchmal wie im Kindergarten, aber es ist halt ein anderer Kindergarten. Es ist ein lauter Kindergarten. Aber nicht weiter sagen. Nein, natürlich nicht. Bei einem Festivalauftritt im Wendland haben die Trommler aus Lüneburg sogar Bela B., den Schlagzeuger der Band Die Ärzte, getroffen. Und auch Gregor Gysi und Angelo von der Kelly Family hauten mit den Niedersachsen auf die Schrottpauke. Mit 65 Jahren ist Pensionär Klaus Labuska das älteste Bandmitglied. Doch zum alten Eisen gehört er damit noch lange nicht. Er hat nämlich ambitionierte Pläne. Ich würde gerne mal eine Deutschland-Tournee machen, eine Europa-Tournee, eine Welt-Tournee oder mal zum Mars. Ihnen da auch mal zeigen, wie das klingt. Schrott auf dem Mars. Aber erstmal müssen für die Tour auf dem Mars noch weitere Instrumente auf dem Schrottplatz gefunden werden. Als damals alles anfing, war das Echo eher verhalten. Ich höre auch immer wieder auch so von Kumpels und so, die gesagt haben, so hinter deinem Rücken haben wir das damals bei der Gründung der Truppe doch so ein bisschen belächelt. Aber mittlerweile sagen die Hut ab vor dem Erfolg, was man damit so erreichen kann. Haben viele nicht gedacht, aber in Lüneburg kennt man uns und da weiß man, da hat man mit einem geilen Sound zu rechnen. Und dieser Sound hat es sogar schon den ganz Kleinen angetan. Sorgen um den musikalischen Nachwuchs müssen sich die Lüneburger Schrotttrommler also erst einmal nicht machen.